Hallo und Ahoi zum 12. Teil meines Let's Plays von Return to Monkey Island, einem Point-and-Click-Adventure von Terrible Toybox aus dem Jahr 2022. Es ist das 6. Spiel in der Monkey Island-Reihe und entstand unter der Leitung des Serienerfinders Ron Gilbert. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch, daher nehme ich meist mehrere Folgen am Stück auf und schneide Pausen heraus. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu, denn diese findet ihr unten in der Beschreibung, bei YouTube auch in der Abspielleiste und bei PewTube auf meiner Instanz über den Kapitel-Button im Player. Wir spielen die deutschsprachige Fassung mit Sprachausgabe und Untertitel. Ich freue mich über jeden Kommentar und wünsche viel Spaß beim Zusehen. Island, um für die Mali-Stiftung zu arbeiten. Stan war im Gefängnis in einem Eissteinbruch. Es gab eine Menge zu bedenken, aber ich hielt meine To-Do-Liste auf dem Laufenden und das Wichtigste war, die goldenen Schlüssel zu finden. Ah, da sind wir ja nochmal eingewiesen worden. Das ist ja sehr praktisch. So, jetzt habe ich natürlich auch die Aufnahme etwas spät gestartet, aber auch an diejenigen, die das jetzt hier in der Aufzeichnung im Let's Play nachfassen sozusagen, herzlich willkommen. Wir spielen wieder eine Runde, nach langer Zeit wieder eine Runde Return to Monkey Island. Und ich bin ganz schön laut, habe ich den Eindruck. Also nicht ich, sondern der Ton in meinem Kopfhörer. Da erschreckt man ja bei den Schreien. Genau. Und es wurde uns schon etwas zusammengefasst. Ich kann mal gucken, wie weit komme ich eigentlich hier mit diesem Mikrofon. Ah, so. So. Genau, da haben wir ja unsere To-Do-Liste. Und Guybrush hat es schon erwähnt, wir waren schon relativ weit fortgeschritten. Also wir haben sozusagen den Anfang der Geschichte schon hinter uns und sind jetzt mitten im Mittelteil. Da geht es darum, dass wir 5 Schlüssel für den Tresor erhalten müssen, den wir gefunden haben. Der ist auf Mealy Island und wir wissen auch grob, wo wir die Schlüssel finden. Wir brauchen eben Whiteys goldenen Schlüssel. Whitey ist auf Mealy Island. Die gibt uns den aber erst, wenn wir einen anderen Schlüssel gefunden haben. Dann haben wir noch den goldenen Schlüssel von der alten Mrs. Smith. Dann haben wir Bella Fischers goldenen Schlüssel. Dann haben wir den goldenen Schlüssel von Bermuda. Da müssen wir erstmal hinkommen. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Und den goldenen Schlüssel von Terror Island. Und auf Terror Island sind wir gerade. So, und offensichtlich gibt es mehrere Schritte bei dem Schlüssel von Bella Fischer. Genau, da müssen wir nämlich mit den Leuten, die da fischen, irgendwie was machen. Ich erinnere mich noch dunkel. Genau. Und ich habe das Spiel ja auch schon gespielt, allerdings auf Englisch, als es rauskam. Letztes Jahr im Juni, das ist also schon etwas über ein Jahr her. Oder war es Juni? Kann auch Juli gewesen sein. Ich weiß es. Genau, da habe ich es schon auf Englisch gespielt, aber ich habe es nicht auf Deutsch gespielt und jetzt machen wir es ja hier auf Deutsch. Das ist mit der schönen Synchronisierung, die da mitgeliefert. Und ja, okay, also wissen wir grob, was wir machen müssen. Wir wissen, dass wir auf Terror Island sind. Und hier ist alles sehr dunkel. Und ich glaube, wir hatten etwas Lampenartiges. Oder hatten wir nicht? Doch, wir hatten etwas, eine Lampe. Sie ist nicht angezündet, aber es befindet sich etwas Lampenöl in ihr. Okay, da müssen wir also jetzt die Lampe noch irgendwo entzünden. Richtig? XYZZY. Ah, okay. Wow, toll! Es ist Magie! Ja, also wir haben das Schild eingesammelt, was hier vor dieser Höhle aufgebaut war. Und dieses Schild, wenn man diese Kombination spricht, die da drauf ist, dann kommt man offensichtlich wieder zurück an den Eingang. Jetzt müssen wir aber doch noch irgendwie die Lampe anschalten. Und ich bin mir nicht sicher, aber irgendwo gab es, glaube ich, ein Feuer. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob es auf dieser Insel war. Kann man eigentlich das Klicken hören? Sehe ich auf dem Mikro nicht so. Genau, zurück in den unheimlichen Wald. Ich glaube, es war hier irgendwo ein Ort, wo ein Feuer war. Hier war es offensichtlich nicht.
kann man nicht das Klicken hören. Okay. Ja, eigentlich habe ich das ja auch mal so eingerichtet, dass er mehr so dieses Frequenzspektrum von Stimme erkennt und nicht alles andere. Aber das ist ja gut zu wissen. Ja, also. Hier war es nicht, offensichtlich. Hier ist eine tote Person. Sieht aus wie ein weiterer gieriger Pirat, den ein schmutziges Schicksal ereilt hat. Ja. Oh. Dieser Ort ist mir unheimlich. Okay. Kann natürlich auch sein, dass es hier nicht ist. Hier war dieser Hain, da waren wir auch schon. Ah ja, gut. Ja. Es ist ja auch ein Point-and-Click. Es soll ja eigentlich auch gehört sein, dass man hier klickt. Deswegen nehme ich extra eine richtige Maus. Obwohl ich ja hier eigentlich sonst nur Touch-Pads habe. Aber irgendwie für ein Point-and-Click-Adventure finde ich das nicht angemessen. Hm. Es ist wie eine langsam hereinbrechende Welle von Sporen. Okay. Hier geht's aber auch nicht weiter. Nee. Okay. Ach so, na, dann segeln wir wieder weg. Nee, das wollte ich eigentlich auch nicht. Ich wollte schon hier bleiben. Dann müssen wir hier zum felsigen Strand. Hier ist auch keine Der Lampe. Tod wartet auf alle, die eintreten. Ich würde umkehren, wenn ich du wäre. Ja. Ja, ja. Das ist schon. Ist schon der Terror. So, hier ist ein weiterer. Unglücklicer Mensch. Ich bin ein erfahrener Überlebenskünstler und habe nichts zu befürchten. Das sage ich mir einfach immer wieder. Ja. Geheimnisvolle Lichtung waren wir, bizarre Hain waren wir. Also ich beginne zu glauben, dass das doch nicht hier war. Aber irgendwo müssen wir mit irgendwas natürlich diese Lampe entzünden. Sonst wird das nichts. Was haben wir denn hier noch? Eine Seekarte. Ein Schlüssel für die Vitrine, ein Torschlüssel, ein Doppelmonokel, eine Münzbörse, da ist auch Geld drin, ein hochmoderner Stift, ein Messer. Hm. Nee, also wir haben keine in irgendeiner Form geartete Feuermöglichkeit. Das heißt, wir müssen tatsächlich von hier weg und irgendwo anders diese Fackel anzünden. Jetzt ist die Frage, wo macht man das am besten? Wahrscheinlich auf Mealy Island. Zum Beispiel am Ausguck. Da brennt ja ein ewiges Feuer. Und der Ausguck ist auch nicht da. Das hilft uns doch in mehrerer Hinsicht. Die Lampe anzünden. Okay, sie leuchtet. Aha, so. Ach so, nein, ich wäre tendenziell dann jetzt wieder zum Schiff. So. Schiff. Und von Schiff mit Schiff nach Terror. Rum, rum. So, jetzt kommen wir, glaube ich, hier schon weiter. So. Sehen Sie? Wie Sie sehen, sehen Sie was? Ekelhafte Viecher? Und ein Schild. Da steht, Warnung, Sie betreten gleich ein Labyrinth aus verwinkelten Passagen, die sich alle sehr ähnlich sind. Okay, haben das alle mitbekommen? Wir betreten jetzt eine sehr gefährliche Höhle,
mit verwinkelten Passagen. Alle sehr ähnlich. Okay. So, jetzt wäre die zweite Frage. Haben wir irgendwas, was uns hier als Karte dienen kann? Hi, ich arbeite heute westlich des Treibholzstrands und südlich des Sees. Ja, das haben wir schon benutzt. Zutaten von Barbie Leflay. Es ist ein Kochbuch. Es hat 4 Sterne, aber es sieht so aus, als ob sie für die Schwierigkeit stehen. Cracker haben wir noch. Einen hochmodernen Stift, eine Münzbörse. Oh, die Seekarte. Ja, also wenn ich mich nicht falsch erinnere, dann müssen wir anhand dieser Symbole, glaube ich, uns irgendwie orientieren. Aber ich habe natürlich... Sieht aus, als hätte jemand vergessen, seinen Müll aufzusammeln. Hoffen wir doch nicht. Die Suche nach der großen Reise neigte sich dem Ende zu und Reginalds Nase schmeckte den Frühling, der mit der Meeresbrise kam. Oh, wenn es nur wieder Land gäbe. Dann ist hier dieses komische... Ach, was ist das? Eine Raute, die nicht ganz fertig ist. Ist hier nicht, ist hier auch nicht. Hier auch nicht. War er auch nicht. Das ist, glaube ich, besagte Raute. Haben wir den Eindruck? Noch ein Zettel. Und heißt auch noch ein Zettel. Ihre letzte gemeinsame Sommernacht war heiß, grell, schwül und... Die Nacht war lang, aber nicht lang genug, denn der Morgen kam zu früh, als er die Segel setzen musste. Okay. Also, das ist ein anderes Symbol. Und jetzt ist die Frage, in welcher Reihenfolge? Also, ist es hier links nach rechts oder... Aber offenbar müssen wir mehr von diesen Zetteln finden. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Und da ist noch einer. Ich muss sagen, das Schild hat nicht gelogen. Es sieht wirklich alles sehr ähnlich aus. Manche Leute würden behaupten, auf die Symbole ist es exakt identisch. Da haben aber einige Hintergrundzeichner wahnsinnig viel Arbeit gespart. Ja. Haben wir jetzt 5 Zettel? Tatsächlich. Gut, also wir haben diese Zettel. Diese 2 habe ich schon gelesen. Jetzt haben wir noch in diesen klaren Herbstnächten auf See schwankte das Schiff nass und schaukelnd und doch klopfte in den Kojen unter Deck niemand an. Dann haben wir noch, der Frühling kam mit voller Wucht, die Blumen gähnten, die Bienen schwärmten aus. Da sie wusste, dass er in der nächsten Saison zu seiner großen Reise aufbrechen musste, versuchte sie vergeblich, es zwanglos zu halten. Und wir haben noch, jeder Sonnenaufgang und Mondaufgang im Meer erinnert mich an dich. Diese beiden Kugeln, die am Winterhimmel tanzen, sinnierte er, den Stift in der Hand. Und jedes Mal ist so ein lustiges Symbol drauf.
Und jetzt müssen wir wahrscheinlich die Reihenfolge anhand der Hinweise im Text finden. Ich denke mal, es geht um die Jahreszeiten. Ich denke mal, wir haben zweimal Frühling, aber hier steht, die Suche nach der großen Reise neigte sich dem Ende zu. Also ist das wahrscheinlich der letzte, vermutlich. Und dann haben wir hier ein Frühling, das ist dann wahrscheinlich der erste. Und dann haben wir ein Frühling, ein Sommer, ein Herbst und ein Winterzettel. Und wenn das nicht die Reihenfolge ist, dann weiß ich auch nicht. Irgendwelche Kommentare oder Hinweise? Ja, gut, dann nicht. Genau, jetzt müssen wir allerdings natürlich erstmal wieder an den Anfang zurück. Dafür benutzen wir mal dieses tolle Schild. XYZZY. Und dann machen wir die ganze Sache nochmal von vorne. Also erstmal gehen wir hier durch diesen Raum, von dem wir ja schon wissen, dass er immer... So. Und jetzt sind wir hier. Und jetzt gucken wir nochmal in die Zettel, denn ich kann es mir natürlich nicht merken. Und beginnen mit dem rechts unten Frühling. Das ist so ein Drache, würde ich sagen. Ein Drache mit Schwänzchen. Haben wir auch eine Tür? Dann machen wir das. So. Dann haben wir wieder drei Möglichkeiten. Gucken wir mal. Jetzt kommt der Sommer. Der Sommer ist dieses Segel. Mit Mast. Mast mit Segel. Und nach dem Sommer kommt der Herbst. Der Herbst ist dieses komische umgekippte A mit Kreis. Irgendwie so. Also Segel und umgekipptes A. Ist hier irgendwo das Segel? Da ist das Segel. Oh, da ist sogar wieder ein Zettel. Das ist ein leeres Blatt Papier. Aha, kommt also nichts mehr hinzu. Ja, dann ist das hier das Segel und jetzt noch irgendwo das umgekippte A. Das ist das umgekippte A. Sehr schön. Dann haben wir jetzt noch Sommer, Herbst. Hatten wir schon. Dann haben wir jetzt Winter. Winter ist so ein schräges Eurozeichen. Oder ein Mond, der einen Strich durch hat. Und dann haben wir noch diesen hier in der Mitte. Das ist diese Raute, diese gebrochene. Also erstmal hier geradeaus, denn das geht offensichtlich hin. Und dann diese kaputte Raute, die ist hier rechts. Aha. Die Grube der Qualen liegt vor dir. Das klingt vielversprechend. Die Grube der Qualen liegt vor dir. Ich wollte eigentlich mal einen Screenshot machen. Die Grube der Qualen liegt vor dir. Geht sogar. Gut. Also das ist die Grube der Qualen. Da geht es irgendwie nicht weiter. Und hier kann man nur ins Wasser springen und blicken. Es sieht echt tief aus. So. Mit Wasser kennen wir uns ja aus, ne? Da waren wir ja nur schon viel unter Wasser. Also, los geht's. Oh nein, die Lampe geht aus. Das hätte ich kommen sehen müssen. Wasser, Feuer. SOS! Müssen wir also eine Lampe finden, ich die auch noch unter Wasser... Ich kann nur 8 Minuten lang die Luft anhalten. Okay. Ja, ich erinnere mich, dass das hier relativ viel Backtracking war. XY, Hilfe! Das war knapp. Ich muss mir merken, dass Feuer unter Wasser nicht brennt. Ja, das ist eine gute... Es wird immer schwerer, die Flora von der Fauna zu unterscheiden. Es gibt doch keine menschenfressenden Pilze, oder? Man weiß das nicht. Jo, genau. Jetzt müssen wir überlegen, wo finden wir denn jetzt etwas, was brennt
hinter Wasser. Oder leuchtet unter Wasser. Ich beeile mich besser. Ich weiß nicht, wann LeChuck zurückkommt. Ablaufplan für das Oberdeck. Ein Glockenschlag, Mannschaftsabstimmung. Zwei Glockenschläge, LeChuck schreit. Ich glaube, es ist nur eine Skulptur. Ich hoffe, es ist nur eine Skulptur. Vielleicht können wir Applebob nehmen. Nee, ich glaube, wir müssen oben aufs Krähennest. Kann das sein? Ja. Denn der Flambé, der brennt doch die ganze Zeit. Ich bin sicher, er hat nichts dagegen, wenn ich mir etwas Dämonenfeuer ausleihe. Ah. Ja, genau, eine Unterwasserlaterne. Aber es muss natürlich ein Feuer sein, das auf keinen Fall ausgeht. Und da ist mir sofort eingefallen, dass wir ja einen Dämonen kennen, der brennt. So, jetzt haben wir das. Nehmen wir an, wir müssen noch ein drittes Mal, glaube ich, wieder irgendwo anders hin. Wenn ich mich nicht falsch erinnere. Auf alle Fälle bin ich mir sehr sicher, dass das hier immer so ein bisschen Backtracking war. Genau, hier haben wir noch ein treibendes Schiff. Auf dem Schiff sind zwei Leute drauf und die haben, glaube ich, diesen Teil dieser Flagge, die wir brauchen. Und das müssen wir denen noch irgendwie abnehmen. Waren wir schon nach Bermuda gesegelt? Ah ja, also können wir schon hin. Dann haben wir beim letzten Mal schon das Rätsel gelöst, das uns davon abgehalten hat, hier anzudocken. Gut, aber jetzt machen wir erstmal Terror Island. Terror Island. So, mit dem nie enden wollenden Dämonenhöllenfeuer sieht das hier auch gleich alles ein bisschen anders aus. Das müssen wir jetzt nicht nochmal machen. So. Dann drücken wir uns alle die Daumen. Ja, das haben sie ganz nett gemacht, fand ich. Also bei den alten Spielen ist es ja tatsächlich immer so gewesen, dass man diese Sachen dann auch immer nochmal machen musste. Aber in dem neuen haben sie sich gesagt, nein, das möchte kein Spieler mehr machen. Kein Spieler möchte mehr denselben Rätselpuzzle nochmal machen, nur weil er da nochmal zu hinten muss. Und das haben sie sehr konsequent umgesetzt. Das passiert, glaube ich, an keiner Stelle. Finde ich in der Tat nicht schlecht. So. Also, los geht's. Auf. Ja, beziehungsweise ab. Herz. So. Da ist es dunkel. Hier ist es. Wenn ich diese Rippchen sehe, bekomme ich Hunger. Da ist ein Fisch. Da ist ein Knochen. So. Da steht Warnung. Es ist ein langer Weg nach unten. Gut, dass du auf meinem Bett gelandet bist. Herman Toothrot? Ich glaube schon. Es ist schon eine Weile her. Namen machen komische Sachen, wenn man sie nicht benutzt. Wie ist es dir ergangen? Naja,
Bist du schon sehr lange in dieser Höhle? Ja, nicht aus geologischer Sicht. Gemessen an der Gesamtzahl der Jahre, die die Höhle existiert, wäre das eine kleine Zahl. Auf einer menschlichen Ebene jedoch? Ja, das hängt von deiner Perspektive ab. Ich suche nach einem goldenen Schlüssel. Das klingt wie etwas, das ich vielleicht mal in einem Buch gelesen habe. Bist du eine fiktive Figur? Nicht, dass ich wüsste. Wie kommt man aus diesem Ort heraus? Normalerweise tut man das nicht. Machen dir all die seltsamen Schreie in den Höhlen Angst? Oh, das bin ich. Nur ein bisschen leichte Unterhaltung und Wohlfühlarbeit. Urschreien ist sehr therapeutisch. Probier es aus. Ah! Du hast recht, das fühlt sich gut an. Kann ich irgendwas für dich tun? Mich rausholen wäre schön. Es ist ein goldener Schlüssel. Was war das mal? Das ist das Cover eines Buches, das ich gelesen habe. Am Ende der Planke. Am Ende der Planke? Erzähl mir mehr über Am Ende der Planke. Es ist eine solide, wenn auch etwas vorhersehbare Geschichte über einen schurkischen Piraten und eine zum Scheitern verurteilte Romanze mit einer Frau von Rang. Ich habe die Seiten schon lange verschlungen. Aber bevor meine Lampe ausging, habe ich mir einiges davon gemerkt. Möchtest du ein Zitat hören? Sicher. Reginald entfaltete das parfümierte Schreiben und glitt mit den Augen daran entlang. Oh, mein lieber Freibeutor, leih mir dein privates Ohr. Und so ging es frech weiter. Rührend. Okay. Ich erinnere mich nicht, wie das im englischen Original war. Was, ob das auch sehr lyrisch? Nicht anfassen! Das ist ein goldener Schlüssel. Vielleicht. Es ist meiner. Du warst auch auf der Suche nach den Schlüsseln. So bist du hier gelandet. Ist das so? Ich nehme an, das würde Sinn ergeben. Lass uns einen Handel um den Schlüssel machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn aus einem bestimmten Grund wollte. Aber ein Jahrzehnt in einer dunklen Höhle kann deinem Gedächtnis ganz schön zusetzen. Also hol mich hier raus und dann überlasse ich dir den Schlüssel. Wenn du mir den Schlüssel überlässt, hole ich dich aus der Höhle heraus. Das klingt gut, solange die Flucht zuerst kommt und der Schlüssel danach. Woher weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Ich weiß es nicht. Woher weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Erst der Schlüssel, dann die Flucht. Erst die Flucht, dann der Schlüssel. Erst der Schlüssel, dann die Flucht. Erst die Flucht, dann der Schlüssel. Woher weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Ich weiß es nicht. Woher weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Dass ich den Schlüssel habe, ist für das Allgemeinwohl. Sicherlich für dein Allgemeinwohl. Gib mir einfach den Schlüssel. Nein! Gib mir diesen Schlüssel. Nein! Ich brauche ihn. Hoppla, ich bin gespannt, wie du uns jetzt hier rausholen willst. Ja, nun gut, wir haben ja eine sehr einfache Möglichkeit, das zu tun. Möchtest du ein Zitat hören? XYZZY. Nun, das war gar nicht so schwer. Was ist mit Mr. Toothrot passiert? Wann? Hast du ihn aus der Höhle geholt? Wie hast du das gemacht? Das ist nicht Teil dieser Geschichte. Oh, okay. Okay. So. Ja, jetzt haben wir einen Schlüssel. Das wäre eigentlich ein schöner Zeitpunkt, um hier einen
Break zu machen, also eine Pause, eine gedachte, für die erste Folge nach der langen Streaming-Pause. Das heißt, wir werden an dieser Stelle in der nächsten Folge, wenn das hier im Let's Play läuft, weitermachen und dann den nächsten Schlüssel wir werden Anspruch erheben, aber wir werden den Schlüssel in Angriff nehmen. So. Genau, von daher bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Meine ganzen Let's Plays gibt's auch als Playlisten auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann!